Welcome back to another German Food Review and it's Dickmann's time. Super Dickmann's dicke Nüsse and yeah, big fat nuts or huge nuts or something like that. That's a little shady here. Anyway, here are the nuts, brown nuts. And look at this thing here. I don't want to pronounce it. I can show it. No, you can listen to it, right? Look at the image and listen. Squirrel. One more. Squirrel. Okay, that is very hard for a German to pronounce. I think it's one of the hardest. Anyway, it's made by Stork. Okay, and what are big, fat, super large nuts? It's Schaumkuss, so it's a chocolate-covered marshmallow, I think it's the correct translation. Anyway, with milk chocolate on the outside and the winter edition. Price, €2.50. Super Dickmann's is expensive, more expensive than the other brands. Okay, and look at this here, interesting. Stork, part of your world. Calories, one piece, 21.2 gram, 80 calories. How high is the sugar? 54%, but low fat, right? Low for a candy. Okay, August Stork AG, Berlin. And what is in here? 27% milk chocolate. Yeah, I don't think it's a proper marshmallow, it's different, but the translation is somehow marshmallow or so. Anyway, yeah, do you know that stuff here? German, yeah, chocolate-covered marshmallow or Schaumkuss. There are different words for that. Anyway, and aromas in there. Sugar, of course, hazelnuts. Let's eat it, right? 8 pieces, €2.50, as I said. Let's open it. This before it. What is that? Trickery. What the heck is that? Nothing happens here. That is useless, isn't it? Okay. I need this package. What the heck is that? For a thumbnail? Hey, du kannst. I don't want to destroy it. Okay. Yeah. That is. Okay, it worked. Okay. Now I get it, I think. Anyway, it's open, right? So let's take a look at it. Here, that big fat nuts. Are they large enough for you? Please let me know. And. Looks okay, except this one here. The rest looks fine. A little like a candle, doesn't it? And yeah, let's get them out and let's eat them. What's that here? Okay. Very stable. Okay. Some little in. Right. Move it a little on this side, and that will be the thumbnail. No, on this side. Oh, I destroyed it. Oh, I damaged it. Okay, that will be the thumbnail. Let's eat one. Oh, let's cut one. One is for cutting. Right here. Very smooth. So, there's a waffle on the bottom. Okay, that stuff looks different. Usually it's white, but that's not white. Okay, it's not white on the paper here. Yeah, no idea, but it looks quite yummy. Doesn't it? We want something. Right here. Yeah, there's the Käse nut. A little like Ferrero. really good. Yeah, very, very, very nice flavor. And this stuff is super soft. Let's bite that off again. Mmm.
Ja, tastes like hazelnut. This stuff here. Look at this consistency. Very nice. A waffle. That definitely works. Super tasty. Unfortunately, just ate. Here we go. It's exactly one bite. For me, I'm greedy. Here we go. Tastes still the same. Like the first one. Awesome. It's a little sweet, yes, but it's not too sweet. Let's eat it. One more. Yeah, that stuff here is not low in price, but if you like hazelnut flavor, try that here, and it feels really, really good. Super smooth and soft. And the chocolate on the outside is quite thick, which is good. Look at this here. Yeah. And the waffle is the waffle, right? One more bite. Very, very yummy. Try to pronounce that one if you're not a native speaker, English speaker. Very hard. Anyway, 110%. Very, very tasty stuff. I would buy this again. No. Consistency great. Flavor is great. 110. Thanks for watching. I continue in German. So, jetzt habe ich hier es nicht fair aufgeteilt. Aber das müsst ihr verstehen, denn das hier ist richtig lecker. Es sind super Dickmanns, dicke Nüsse. Das ist etwas, ja, für die Guterzogenen ist es wahrscheinlich nur dicke Nüsse. Für die anderen sind es halt auch dicke Nüsse. Und hier sind die dicken Nüsse, das sind braune Nüsse, gefüllt mit einer weißen Creme. Aber die ist nicht weiß, die ist auch ein bisschen bräunlich. Okay, das hier ist ein Eichhörnchen. Jetzt kann ich endlich sagen, was es ist. Probiert das mal auf Englisch auszusprechen. Ich kann es euch mal vorspielen, habe ich im Englischen auch gemacht, denn ich spreche das Wort nicht aus. Das kann ich nicht. Here we go. Squirrel. Hört nochmal zu. Squirrel. Alles klar. Könnt ihr mal probieren. Und das hier kostet 2,50. 8 Nüsse. Und eine Nuss hat 80 Kalorien. So, wenn ihr was Süßes haben wollt, was wirklich lecker ist, also Schaumküsse, man sagt ja Schaumküsse, oder Schokoküsse sind ja generell sehr lecker, aber die sind nie richtig hoch in den Kalorien, immer unter 400. Ja, das ist gut. Und schmeckt trotzdem immer super. Aber die hier schmecken richtig super. Okay, Schaumküsse mit Haselnussgeschmack. Ach so. Ja, da, ja, okay, jetzt verstehe ich. Ich dachte, die Haselnuss wäre außen. Okay. Milchschokolade 27%. Dann, was hier drin ist. 1,2% gemahlene Haselnüsse. Okay, da können Mandeln, Erdnüsse und andere Nüsse drin sein. 8 Stück, 2,50 Euro, ist von Stork, ist ein bisschen teurer. Ja, aber ich habe ich gesehen und dachte, hier so dicke Nüsse nehme ich mal. Und ich habe es schon aufgeschnitten, so sieht es aus. Ja, erstmal auch das äußere Design, sehr schöne Box. Die Spitze hier ist intakt, außer bei einem war es ein bisschen nicht ganz so gut. Hier kommt die, ist die Box, super stabil, ja, die übersteht auch einen Krieg, alles klar. Und die Schokolade ist schön dick, ja, richtig dick. Und hier ist eine Waffel unten, das hier ist halt diese Füllung, ich weiß gar nicht, ja, nennen wir sie einfach mal Schaum. Here we go. Und was hier wirklich krass ist, der schmeckt auch genauso wie der erste. Da ist immer so ein Haselnusskick dabei. Schmeckt richtig geil. Schmeckt so wie ein bisschen wie Ferrero. Aber nicht Ferrero Schokolade, sondern eher die Haselnuss. Und wenn ihr Haselnüsse mögt, solltet ihr das ja mal testen. Schmeckt richtig lecker.
Und wenn ihr nicht so gierig seid wie ich, könnt ihr auch nur zwei essen. Aber schmeckt so lecker, ihr wollt sowieso alle acht essen. Ja, schöne dicke Schokolade, sehr geile Füllung, super cremig, super weich, super Geschmack. Schmeckt immer noch nach Haselnuss. Und das ist eine Winteredition. No. Here we go. Ja, da sind zwar 54% Zucker drin, aber ist jetzt nicht übertrieben süß, sodass es schon wehtut oder so. Nee, ist nur süß. Und es schmeckt richtig geil. Here we go. So, der letzte. Hier ist die Creme aus den Nüssen. Super soft. Ja, richtig geil, here we go. Kennt ihr die hier? Seid ihr auch so begeistert wie ich? Also ich bin total begeistert von den Dingern. Schmeckt super. Könnt ihr noch eine Packung essen, locker. Deshalb bekommt es auch 110%. Ja, richtig lecker. Sehr schöne Schokolade, sehr schöne Konsistenz, sehr geiles Aroma. Ja, nur der Name ist halt ein bisschen dicke Nüsse. Alles klar, 110%. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Video.